So, hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Max Edition. Ja, wir waren hier im letzten Part stehen geblieben, ich weiß gar nicht mehr was. Hey du, wo war ich mir denn hier? Mal gucken, hier die Steuerung, ja, alle sagen, sind es mir, ja gut. Ja, wir haben hier den Orden geholt, war das, ne? Den Orden. Ich guck mal die Pokémons an. Hoppala. Ja, Orgienbob. Ah ja, die Skizze sollte ich mal trainieren. Unsere wunderbare Skizze. Die hat ja ein bisschen Level-Nachteil gehabt. Ja, ich sollte ja da oben in die Höhle rein, ne? Ja. Oh, hier oben war... Doch, hier oben waren wir schon. Ja, okay. Jetzt sind wir hier in die Höhle. Sagst du uns denn noch was hier? Till hat mir gesagt, dass ich dich durchlassen darf. Höhle des Zenits. Oh, da ist ein Peace. Ich bin einer der beiden Bodyguards. Bodyguards spielen ist cool. Das heilige Peace. Erzeugt, um den Frieden zu bringen. Erzeugt, um die Armut zu bekämpfen. Erzeugt, um die Gerechtigkeit zu bringen. Till hat mir gesagt, dass du kommen würdest. Seine Wutanfälle in den letzten Jahren waren nicht unbedeutend. Er hat seine gute Seite jederzeit in diesen Pokémon gesteckt. Es soll die Welt verändern und durch einen Kampf konnte es zu dem werden, was es jetzt ist. Vollständig. Es ist nun Zeit, den Test durchzuführen. Alleine kann ich es nicht aktivieren, daher bitte ich dich um zu helfen. Er scheint lebendig zu werden. Ja, aber ey, ich wollte vorher speichern. Oh, es rennt weg. Es rennt weg, wohin denn? Es hat geklappt. Möge Peace das Gleichgewicht der Welt zurückbringen. Danke dir, Leute, ihr könnt nun gehen. Boah, Maike, was machst du denn da? Kann ich gegen dich kämpfen? Danke für deine Hilfe. Okay, hier ist nichts, ein Item oder so. Nee, kein Item. Kapitel 6, eine Tüte Chips. Okay. Es tut mir leid, dass ich nicht mitgekommen bin. Ich war dazu leider nicht in der Lage. Aber als ich eben Peace aus der Höhle treten sah, wusste ich, dass du die Auserwählte bist. Wir sind die Auserwählten. Ich wollte mich nur noch mal recht herzlich bei dir bedanken und dir sagen, wie es nun weitergeht. Kehre zurück nach Route Z und betritt den anderen Hafen. Allerdings, der Hafenbetreiber möchte natürlich Chips als Fahrkarte haben. Also musst du dich erst auf die Suche nach einer Tüte Chips machen. Tipp vom Erzähler, Kopf voll. Viel Glück auf deiner Reise. Kopf voll. In dieser Höhle da, oder was? Boah, noch langsamer geht nie, oder was? Okay, Kopf voll. War das nicht dieses legendäre Pokémon? Das war das doch, oder? Ah, hier, die Höhle ist jetzt frei, oder? Ach ja, da war dieses Grodon. Dieses komische Grodon. Da ist hier der Demenzkranke. Da ist die Tür, die gefaked war. Hier war ein Item da unten, das haben wir aber geholt. Heya! Heya! So, hier haben wir auch schon alle gekämpft. Ja. Okay, da ist noch ein Item. Da wollte ich ja noch hin, genau. Boah, hier gibt es schon wieder so komische... Ich bin zu dumm, dazu dir das Bärenkonzept zu erklären. Boah, ich habe keinen Bock, die zu holen. Das dauert mir immer so lange. Ja, der Pokémon. Flammenstein. Hört sich an wie so ein Feuerstein oder so. Na. Guck mal, ich kenne die Musik schon auswendig, ey. Vom ganzen Mitsingen hier immer. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Bugs mehr oder so. Hallo. Diebe sind doof, deshalb verstecke ich meine Wertsachen immer hinter meinem Fernsehen. Ja, Pflanzenstein. Super. So, was haben wir hier noch? Oh, da oben ist auch noch ein Item. Hallo, wer bist du denn? Hey, du da. Ah, nee, schon gut. Von Weitem sahst du so schön aus. Das hat mich irritiert. Crazy shit. Hallo. Ich weiß noch, als die Gummibärenbande im Fernsehen lief, das war der Hit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war echt ein Hit. Seestein. Hä, wofür sind denn die alle? Guck ich mir mal an. Ah, Beutel, nicht Handtasche. Ja, toll, wenn ich mal wüsste, welche Steine... Ah, ich hab da leider keine Ahnung. So, jetzt können wir hier durch? Nee, die kämpfen immer noch. Die haben ja auch schon angelabert. Gehst jetzt mal hier aus... Ah, nee, der sucht ja Wasser da. Hat der ja gesagt.
Ja, wenn wir hier schon fertig, oder? Wir sind ja jetzt wieder hier in der Stadt. Ja, hier. Dann würde ich sagen, auf, runterfahren. Na, ist dir meine Luxusjacht aufgefallen? Ich weiß doch, dass du auf große Dinge stehst. Ja, ich will zurück. Jo, danke. Da war ja noch eine Höhle da hinten. Gucken, ob wir da jetzt rein können. Ja, können wir, oder? Nee. Drobe ist die große Höhle. Ein legendäres Pokémon lebt. Um dahin zu kommen, musst du erst Kampf. Ja, okay. Oh, komm. Schere, Stein. Oh, Pappe. Schere. Hä? Schere, Stein oder Papier? Stein. Ma. Papier. Schere, Stein oder Pappe? Schere. Oh, ich hab Pappe. Schere, Stein, Pappe. Hä, wie soll das gehen? Okay. Du gewinnst erste Runde, okay. Hä? Schere, so. Papier. Stein. Hey, das ist doch scheiße. Du gewinnst Runde 1, gut. Papier. Ich hab Stein. Du hast mich in Runde 2 besiegt. Schere. Schere. Boah, Schere. Papier. Stein. Warum hat denn jetzt auf einmal wieder Pappe? Schere. Papier. Schere. Alter. Schere. Das ist doch voll der Scheiße. Papier. Schere. Schere. Scheiße. Ja, Schere. Papier. Mein Stein zermalt dich von vorn. Ja, dann brauche ich wieder Papier. Schere. Papier. Ja. Was ein Scheiß, ey. Was macht er denn jetzt? Er geht da rein, lol. Kopfhülle. Ja, dann gehe ich erstmal speichern. Bevor ich hier irgendwas mache. Ah. Oh, jetzt muss ich die Dinger wieder besiegen hier. Ja, sieht so aus. Wen habe ich dabei gemacht? Ficker, ne? Ja. Los, Ficker. Fest der Fickes. So. Speichern? Ja. Danke. So. Bälle müsste ich genug haben. Dann fange ich dich jetzt mal. Du blödes Kopf-Dingen. Das legendäre Kopfvoll. Fange es und benutze die Macht der Verwandlungen. Und du besiege es und ärgerst dich fürs ganze Spiel. Du hast die Qual der Wahl. Du hast die Chance, nochmal vorher zu speichern. Erst speichern. Ach, habe ich doch. Habe ich doch schon gespeichert. Und Bälle habe ich auch noch genug. Los, Kopfvoll. Oh, Level 100. Ja. Gestein. Boah, krass. Boah, wir machen ja voll Damage. Richtig Damage. Boah, Drache 7. Heftig, ey, heftig. So. Dann gucke ich mal hier den Orgien Bob. So, Drache 7. Scheiße, besiegt. So, leider ist mir bei der pausierten Aufnahme ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja, und jetzt mache ich nach Kommentieren eben ohne Cam, dies, das, Ananas. Jo, ja, ja, ich bin jetzt wieder hier in den Kopf voll in die Höhle reingegangen. Und ja, wir werden das Ganze jetzt nochmal versuchen. Los geht's. Yes, Bro. Hier haben wir Kopf voll. Level 100, haben wir ja gerade gesehen. Ja, ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen hier zu schwächen, aber leider ist Skizze ein One-Hit-Kill. Und ja.
Das war ein wenig mies. Und jetzt versuche ich es einfach mal mit Fehlgeburt. Jo. Kennt ihr ja hier, Fehlgebürtchen. So mache ich mal hier. Erstmal Sprudel habe ich gemacht. Weil ich ja gedacht hätte, das zieht ein bisschen. Aber nee, nix da zieht ein bisschen. Guckt euch das an, wie wenig das nur ist. Ja, Feuer 8 ist, ja, besiegt uns fast. Und Wassersauger zieht natürlich auch nicht so viel ab. Aber was will man vom Fehlgeburt erwarten? Es hat noch nicht seine letzte Evo erreicht. Ah, das ist ja eigentlich scheißegal. So, unsere Fehlgeburt stirbt leider auch. Und ihr wisst dann, wer jetzt wohl kommt. Dann kommt jetzt unser lieber Freund, der Orgienbob. Eigentlich unsere einzige Hoffnung, so den, das Kopf voll zu fangen. Und ja, ich schwess jetzt dreimal mit dem TV. Oder zweimal, ich weiß gar nicht mehr, obwohl ich vor 5 Minuten aufgenommen habe. Oh mein Gott, ich glaube, ja, so lasse ich's. Ja, und jetzt werfe ich mal einen schönen Nutzer. Und jetzt finde ich aber einen schönen Ball in meinem Beutel. Nutzloser Extraball. Ja, der ist aber nur Müll. Deswegen werfe ich einen Nutzer. Ich werfe den Nutzer. Und jetzt werfe ich den Nutzer. Boah, ey, das ist so behindert nachzukommentieren, Leute. Aber Kopf voll bleibt drin. Seht ihr ja. Ja, Kopf voll. Juhu. Ja, Kopf voll kann dann halt sich in alle Pokémon, ja, mit zwei Items fusionieren und was nicht alles. Und da, guckt euch das an, eine Tüte Chips. Dort liegt eine Tüte Chips. Diese Chips kann als Fahrerschein beim Seefahrer benutzt werden. Schmeiß die Tüte niemals weg. Ansonsten kannst du das Spiel nicht durchspielen. Ja. Wir kriegen eine Tüte Chips. Und warum sollte ich das Item wegschmeißen? Ich weiß auch nicht. Wenn ich doch Item habe, behalte ich die doch. Und da beginnt das Kapitel 7. Inselbesucher. Sauber. Ja, wir machen uns dann auf zu dem nächsten Hafen. Und müssen erstmal hier wieder die Grimassenfratzen da wegmachen. Ja, ja. Um da durchzukommen. Aber ich glaube, jetzt speichere ich erstmal, oder? Speichere ich oder gehe ich? Ne, ich gehe direkt zum Hafen, war das ja. Ich gehe jetzt erstmal direkt zum Hafen. Ah nein, Quatsch. Nein, wir gehen nicht erst zum Hafen. Nein, 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 nein. Ich wollte ja erstmal meine Pokémon heilen gehen, nicht Vollhorst. Und deswegen laufe ich dafür erstmal in die ganz andere Stadt, weil in der Stadt, ouch, leider kein Heiler war. Und ich laufe überall gegen. Bam, bam. Ja, dann sind wir hier auch angekommen. Lecker, lecker, schön hier. Schön, tuck, tuck, bisschen heilen. Ja, yeah. Und auf geht's zu unseren allbekannten Inseln aus der Beta-Phase. Die, also, ich habe sie ja gemocht. Und mal gucken, wie es jetzt da so aussieht. Let's go! Ja, den verstehe ich auch nicht. Ich liebe die Seefahrt oder so. Keine Ahnung. Was sitzt du da auf dem Baum und winkt? Hä? Na, na, weißt du es? Hihi, ein Huhu. Boah, der war richtig lustig, ne? Richtig lustig war der. Wo willst du hin? Ja, hier, unsere Kannibaleninsel oder Schwanzlutscher. Insel, und wir gehen natürlich auf die Kannibaleninsel, weil ich in der Bitterphase auch dort angefangen habe. Und ja, hier ist die Kannibaleninsel. Und ich speichere hier, und wie es auf der Kannibaleninsel weitergeht, Freunde, das seht ihr dann im nächsten Part wieder. Adios, amigos. Yeah.